Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal gucken wir uns Inutensei von Enma aka S. Castro an. Von dem haben wir jetzt schon zwei Videos hinter uns gebracht, die sehr lang waren, aber die mir große Freude gemacht haben, denn das waren einmal die 80-fache und die finale Kaioken. Die 160-fache werden wir uns auch noch geben, aber heute gucken wir uns erstmal Inutensei an. Mit einem Feature von Animetrix. Der Song ist schon seit 3 Monaten draußen. Ich wollte ihn mir aber trotzdem vornehmen, weil er anscheinend für den Fortbestand von der Entwicklung von S. Castro zu Enma relativ wichtig sein soll. Deswegen werde ich mir den gönnen. Außerdem, und das habe ich dem S. Castro auch schon mal unter irgendeinem Post geschrieben, finde ich einfach geil, wie gut diese Transition von S. Castro zu Enma funktioniert hat. Und dass er jetzt durchgängig diesen aggressiven, starken, prägnanten Double-Tam-Anime-Rap durchzieht. Sehr geil. Also, und auch der Output von ihm ist ja wirklich gestört. Also, er bringt in letzter Zeit so viel Stuff, das habe ich immer mal wieder mitbekommen. Und ich komme da gar nicht hinterher beim Hören. Vieles hebe ich mir auch auf, um vielleicht mal eine Reaction drauf zu machen. Und deswegen bin ich froh, da jetzt reinhören zu können. Animetrix featured ihn oft, das habe ich auch schon gesehen. Bin ich mal gespannt, was die so kicken. Ja, und bevor es anfängt, kann ich eigentlich ansonsten nur sagen, es hat mich sehr gefreut, dass, nachdem ich mein letztes Video zu S. Castro rausgehauen habe, dass er das gesehen hat und sogar gerepostet hat. Also wahnsinnig lieber, freundlicher Typ. Hat mich sehr gefreut, gerade weil er halt auch einer von den Rappern war, die ich halt als Jugendlicher wahnsinnig gerne gehört habe und die ich auch jetzt immer noch sehr krass finde. Und mit diesen Worten starten wir rein. Ich freue mich. Let's go. Das klingt, ich mag sehr gerne die Kadenz, die hier gespielt wird von dem Piano. Die Kadenz ist von der Tonfolge 6-4-5, also die 6., 4. und 5. Stufe einer Tonart und wird sehr oft verwendet. Zum Beispiel von Jay Jiggy auf Made It und auch vielen anderen Songs. Also ich habe das auch schon irgendwo auf Palme aus Plastik mal gehört und ich mag die, weil die einfach so unfassbar nach vorne geht und so ein richtig heroisches, geiles Gefühl vermittelt. Ich mag generell sehr gerne solche Piano-Tracks sehr und der Gesang von Animetrix kommt hier auch sehr gut am Anfang. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Mein Leben war ein und dann so ein geiler liegender Bass, das ist natürlich fett. Generell, das Lyric-Video sieht sehr gut gemacht aus. Hey, run that shit up, Chase. Mein Leben war ein Kampf, erklimmte hunderte Berge, dachte am Ende irgendwann, ich komm zur Ruhe, wenn ich sterbe. Cooler Kreuzreim. Mein Leben war ein Kampf. Er klimmte hunderte Berge. Auch wieder sehr cool von der Rap-Technik. Das klingt unglaublich routiniert, wie er hier mit so kleinen Pausen spielt und eben halt auch wie er den Reim hier überkreuzt. Aber so, dass es nicht komisch kommt oder langweilig wirkt, erzeugt Spannung. Doch ich bin weiter Wut entbrannt. Suche und suche mein Erbe. Komme zurück aus dem Dreck. Wiedergeburt aus schmutziger Erde. Komme zurück aus dem Dreck. Da war so eine kleine triolische Passage drin und boom, jetzt geht's los. Jetzt ruft er rein und jetzt kommen bestimmt noch die Drums. Wette ich 5 Euro. Suche und suche mein Erbe. Ich hab nicht so viel. Komme zurück aus dem Dreck, Wiedergeburt aus schmutziger Erde. Tobi Rama hat es mir ermöglicht. Aufgestanden wieder wie ein Phönix. Jede Begegnung mit mir endet tödlich. Check Respekt vor dem wahren König. Ist aber relativ ruhig, also nicht falsch verstehen. Die Drums knallen, das klingt alles sehr clean. Ich mag auch, wie die 808 klingt und es ist sehr sauber. Die Kick hat trotzdem einen guten Punch. Aber, ne, da fehlt so das Gewaltige da drin. Also, was heißt, es fehlt? Es ist halt nicht da. Das Piano geht weiter seines Weges, da ändert sich nicht viel. Ich muss aber vor allem lobend hier auf jeden Fall das Video erwähnen. Also, das hat bestimmt sehr viel Zeit in After Effects gebraucht. Ich will sowas safe auch mal machen für einen Song von mir. Sehr geil. Verstanden wieder wie ein Phönix. Jede Begegnung mit mir endet tödlich. Check Respekt vor dem wahren König. Konor bezwinger, form die Finger. Tiger, Schlange, Hund und Drache. Mordesblick und meine Worte Killer. Meine Ziele bleiben Blut und Rache. Finger, Zeichen, Hund und Schlange. Ziele bleiben Wut und Rache. Da, 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 da. 8-silbiger Reim. Und sehr cool von der Technik wieder. Alle dachten, ich wär tot. Sogar meine Leute waren froh. Wollten einen anderen auf dem Thron. Doch ich komm und hole mir mein Brot. Und ich steig aus dem Sarg. Scheiß auf was war, mit jedem weiteren Tag beschreite ich den Pfad. In Richtung Zukunft alleine, mir bleibt keine Wahl. Greife die Macht und. Finde ich auch cool, wie er dem Beat so ein bisschen Zeit zum Atmen gibt und da halt nicht nur drüber flext, sondern halt auch wirklich diese stilistischen Pausen setzt. Und der Gesang hier im Hintergrund, der sich dazu ergänzt, sehr stark. Im weiteren Tag beschreite ich den Pfad. In Richtung Zukunft alleine, mir bleibt keine Wahl. Greife
ergreife die Macht, unterschreib den Vertrag. Fang an zu zerreißen, die Feinde bezahlen. Denn sie sind nur Neider und Biter und glaub mir, sie beißen ins Gras. Ich bin Meister der Tat. Oh, ich lieb das, wie er die Konsonanten betont. Also, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, alles, was PK und T ist, das kommt bei ihm richtig prägnant. Er pumpt es gut in den Beat, auch wenn es relativ ruhig klingt im Vergleich zu anderen Songs von ihm, klingt das einfach so richtig, richtig, richtig routiniert. Und ich finde das Hammer. Das klingt auch alles so, als hätte es Hand und Fuß. Das letzte Video, was ich rausgehauen habe, ging ja um einen Cypher-Track, wo das Niveau nicht immer konstant gut war von den Rappern. Da merkt man auch nochmal, wie viel Routine dieser Mann hier hat im Vergleich zu anderen Leuten. Also es ist schon krass. In Richtung Zukunft alleine, mir bleibt keine Wahl. Greife die Macht, unterschreib den Vertrag. Fang an zu zerreißen, die Feinde bezahlen. Denn sie sind nur Neider und Biter und glaub mir, sie beißen ins Gras. Ich bin Meister der Tat, einsamer Krieger. Egal wie oft ihr mich zerstört, ich bin und bleibe der Sieger. Steige immer wieder aus der Unterwelt hinauf. Meine Zeit, dieses Reich braucht deine Lieder. Steige immer wieder aus der... Coole 32. Passage, das fand ich auch cool, wie er das mit reingebracht hat. Ich bin und bleibe der Sieger. Steige immer wieder aus der Unterwelt hinauf. Meine Zeit, dieses Reich braucht deine Lieder. Und der Welt hinauf. Das ist auch geil auf die Kick geflowt, die da gerade eben kam. Achtet mal auf die Kickdrum, wie die spielt und wie er da drauf rappt. Sieger, steige immer wieder aus der Unterwelt hinauf. Meine Zeit, dieses Reich braucht deine Lieder. Meine Zeit, da. Wie das ballert auch. Er singt sehr gut. Also ich finde, es kommt unglaublich smooth, unglaublich angenehm, wie er das hier draufbringt. Und der Mix ist auch geil, das muss man dazu sagen. Sehr geil. Sehr geil. Hammer. Also wie er das am Anfang ruhig singt, das hat ja schon Feelings. Ich wäre schon damit zufrieden gewesen. Aber dass er dann auch noch, so stark reingeht, in die Kopfstimme geht, sich richtig reinsteigert, gut singt, einen Text hat, der das Thema gut zusammenfasst und es klingt auch noch alles geil. Das ist Hammer. Hammer, ey, wirklich. Geil. Castro bleibt unsterblich, also scheiß aufs Paradies. C-Dotense, ist jetzt auf der Karte. Es Castro bleibt unsterblich, scheiß aufs Paradies. Enma ist jetzt auf der Karte. Cool. Wer für den Fight geboren? Eine Legende ist Jörn Mayen Strophen. 80, 160 Kajoken, Finale war da, ich will weiter nach oben. Yeah, oh mein Weg war hart. Ich legte unzählige Gegner lahm. Nehme jeden Rand, trainiere jeden Tag. Das ist die Welt der Shinobi, ich Peter Pan. Jeder von euch will meine DNA und würde für meine Gene mit seinem Leben zahlen. Ein Unikat bis zum heutigen Tage noch unerreicht, viel zu stark. Ich bin eine andere Lebensart. Dieser Irrt mich oder hat er jetzt mehr Doubles drin? Also auf jeden Fall hat er gerade einen konstanten Double am Anfang gehabt. Und es fühlt sich auch jetzt irgendwie voller an als vorher. Ran, trainiere jeden Tag, das ist die Welt der Shinobi, ich Peter Pan. Jeder von euch will meine DNA und würde für meine Gene mit seinem Leben zahlen. Ein Unikat bis zum heutigen Tage noch unerreicht, viel zu stark, ich bin eine andere Lebensart. Dieser Flow ist göttlich, wie ein S-Rang Jutsu, sie wollen es lernen, aber sie können nicht. Du hast den Willen des Feuers, ich lösch dich, keine kommt an meine Kraft ran, aber plötzlich wollen sie mich versiegeln, durchblicke das Game. Mein Körper war tot, hatte Risse im Face, doch damit es jeder Blinde versteht, ich wurde komplett erweckt mit dem Rinne-Tensei. Auch hier wieder cool, wie er Triolen mit reinpackt. Da, 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 da. Auch immer diese Analogien zu Naruto finde ich geil. Und auch generell die ganze Zeit zu Madara im Hintergrund. Das hat was. Hat auf jeden Fall Feelings. This is my way, mein Plan funktioniert. Tsukuyomi, sie halluzinieren. Castro, Shia, was los mit dir? Meine Skills werden täglich voneinander kopiert. Warum geben vom Blender? Das Kopieren hat er schon oft gebracht. Aber dieses Video, muss ich schon mal sagen, ist ja gottlos geil. Kann man hier sehen, wer das gemacht hat? Video bei Mukari. Mukari, auf jeden Fall. Schade, dass hier nur Twitter von ihm angegeben ist. Schade, weil ich hätte gerne mehr gesehen von der Person, weil dieses Lyric-Video sieht sehr aufwendig und sehr stylisch aus. Halluzinieren, Castro, Shia, was los mit dir? Meine Skills werden täglich voneinander kopiert. Warum geben von Blendern? Komm aus der Holy Vergangenheit fuck. Wieder, um meine Zukunft zu ändern. Befehlige eine ganze Armee voller Kämpfer, bekämpfe die Dörfer und unterwerfe alle Länder. Befehlige eine ganze Armee. Dap. Ist auch geil, wie er die Triolen da durchbringt. Warum geben von Blendern? Komm aus der Vergangenheit wieder, um meine Zukunft zu ändern. Befehlige eine ganze Armee voller Kämpfer. Befehlige eine ganze Armee. Was ist denn das überhaupt für ein Raster? Da bin ich jetzt selber ein bisschen durch. Da. Eigentlich triolisch, aber es klingt nicht ganz triolisch. Irgendwie auch. Eigentlich eher vom Tempo klingt es eher nach 32.
aber mit einer anderen Hebung betont. Junge, das hat er sich doch selber nicht gedacht, als er das geschrieben hat. Aber ich bin hier ein bisschen aus dem Konzept gerade. Aber nice geflowt. Die Dörfer und unterwerfe alle Länder, weil ich viel zu lange weg war. Doch bin weg als der ultimative Henker. Beginne eine Krieg, der die ganze Welt in totale Schockstarre versetzt. Das Gastro zog das Schwert namens Zenma. Wirklich sehr sauber geflowt. Wirklich, da ist kein einziger Flowfehler oder Ausrutscher drin in dem kompletten Track. Richtig starke Performance. Weg in diesem Spiel, sie wollten mich begraben. Richtig starkes Gesamtpaket. Also ich Musikvideo, der Gesang von Animatrix ist wirklich krass und der Rap von S. Castro, den habe ich ja schon viel zu oft in den Himmel gelobt. Aber es ist, Wahnsinn, wirklich. Ich verstehe nicht, wie das halt wirklich nur 15.000, fast 16.000 Aufrufe hat. Also ja, ich meine, es kam ja schon am 18.11. Also da hätte eigentlich mehr drin sein müssen. Also, schade. Schade, weil der Track ist brutal. Den werde ich mir wahrscheinlich auch auf jeden Fall noch öfter geben. Also, das war mein Video zu S. Castro. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video zu 160-fachen machen. Und ich habe gesehen, der hatte so ein Live-Battle. Das sah auch interessant aus. Ich glaube, das werde ich mir auch noch vorknöpfen, wenn ihr Bock darauf habt. Ich will mir generell mehr Live-Battles angucken. Ich habe halt nur Schiss, dass die Videos dann über eine Stunde gehen von mir. Also, das war's. Schreibt mir gerne, wenn ihr mehr von S. Castro haben wollt. Ich bin da mal raus. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ich bin bereit. Ciao. Ich lasse alles hinter mir, hab alles auf eine Karte gesetzt und muss sagen, ich hätte es bereut, hätte ich's nicht riskiert. Folge nur der Stimme, dachte nicht, was bringt am Ende raus. Und was hab ich dann gekriegt? Unendliches Selbstvertrauen. Ich bin allein, mir geht es gut, denke ich bin wieder an einen Mensch gebunden. Habe den Verlust überlebt, aber dadurch zu mir selbst gefunden. Werd ne Koryphäe.